Er ist 16 Jahre jung, sympathisch, Mitglied des Ringerclubs AC Vals und bereits zweifacher Medaillengewinner und Vize-Weltmeister. Markus Raginger. Er kam von den Weltmeisterschaften der Kadetten in Sarajevo mit der Silbermedaille nach Hause und seine Freunde und Kameraden bereiteten ihm einen entsprechenden Empfang. Die Gemeinde Vals und der AC Vals bereiten ihren Vize-Weltmeister einen großartigen Empfang. Mit zwei Medaillen im Gepäck kommt der junge AC Vals-Ringer Markus Raginger zu diesem Fest. Bei der Kadetten-Europameisterschaft gewinnt er die Bronzemedaille im griechisch-römischen Stil bis 85 Kilogramm. Und nur drei Wochen später holt er bei der WM in Sarajevo Silber. Die Musikkapelle, die Schützen und zahlreiche Freunde erweisen ihm die Ehre und seine Vereinskameraden singen ihm das Ringerlied. Ich war ein Jüngling von 18 Jahren, der Ringkampf war mein Sport. Wir sind zum Ringen schon oft gefahren, an manchen schönen Ort. Ja, wenn die Griffe sitzen und die Ringer schwitzen und die Brücke fallen ein, ja fallen ein. Was kann's im Leben Schöneres geben? Wir wollen Walzerringer sein. Anschließend begeben sich alle zum Walzerwirt, wo einige kurze Ansprachen gehalten werden. Und ich muss mich zurückerinnern, das war vor 33 Jahren, ist das Gleiche im Wals passiert. 200 Meter weiter vorne beim alten Feuerwehrhaus. Da haben wir einen Jugendweltmeister empfangen, auch einen Vize-Junioren-Europameister, mein Bruder. Und das war auch einzigartig und es waren genauso viele Leute da. Und es waren Barrieren zwischen den zwei Ringern. Beide Ringer sind ehrgeizig. Beide Ringer, ist das Motto vom AC Wals, haben aufgegeben nur einen Brief. Mit großer Freude haben wir vernommen, dass du die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften gemacht hast. Und in der Ringerhalle, wo ich ja ein Büro habe und da hier und da ein bisschen aussperzelt und schau, was die Ringer machen, wir die jungen, schlanken Burschen schwitzen, das ist sehenswert. Und mit welchem Eifer sie trainieren. Und da habe ich mir gedacht, na, ob der nicht jetzt bei der Weltmeisterschaft nicht auch noch was reißt. Die Vorahnung des Vereinspräsidenten erfüllt sich und Markus erfüllte sich einen großen Traum. Ja, im ersten Moment kann man es eigentlich gar nicht glauben. Man freut sich eigentlich nur. Ich bin rausgegangen und habe mir gedacht, boah, Wahnsinn, so. Ich habe seit, glaube ich, 7 Jahre, 8 Jahre, wie ich Ringer angefangen habe, habe ich davon geträumt und jetzt stehe ich dann endlich, haben wir noch im Finale. Es war wirklich ein unglaubliches Gefühl. Ein unglaubliches Gefühl hatte auch der Obmann. Da habe ich dann alles übers Internet live verfolgt und es war genauso wie unten in der Halle, wie ich in der Halle gewesen bin, einzigartig. Und seine Kämpfe hat aufgegeben, einen Kampf bis zum Schluss nicht und hat immer nur gekämpft. Er hat die letzten Kämpfe in den letzten 5 bis 10 Sekunden gewonnen. Einzigartig. Und vor allem, wenn man denkt, dass der Bub aus Wals sitzt, da ist, ein Bauernbub ist und da das Ringen gelernt hat, bei uns aufgewachsen ist, das ist nur viel mehr, für uns erfüllt uns nur viel mit Stolz. Auf alle Fälle möchte ich dir wirklich ganz herzlich gratulieren, der ganzen Familie Raginger, an Großvater, dass du so einen Bub gemacht hast, der was dann auch so einen Bub wieder geschaffen hat. Und die Gratulanten kommen natürlich nicht mit leeren Händen. Neben einigen Kuverts und anderen Geschenken spendiert die Gemeinde Vals einen Gutschein für den Führerschein. Der Obmann Anton Machl bedankt sich mit einem Packerl bei all jenen, die an den Erfolgen des Markus mitbeteiligt sind. Auch auf Funktionärsebene ist man sich bewusst, welches Ausnahmetalent man im Verein hat. Und bei Markus hat man es einfach schon kennt, dass du gewisse Chancen da sind, hat er heuer schon bewiesen bei den Turnieren. Und wir haben gewusst, dass das eventuell was werden könnte. Und er hat es eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Vor allen Dingen eine olympische Sportart, wie es Ringen ist. Da muss man sich erst einmal durchsetzen auf internationalem Spitzenniveau. Und was uns alle am meisten gefreut ist, ist halt einfach ein Burdein, was wir aufwachsen gesehen haben in unserer Gemeinde im Dorf Wals. Vom kleinen Schulbuben bis heute. Gestandener Mann, obwohl er erst 16 Jahre alt ist. Und das ist halt schon eine Freude.
Mit dem Zerfall der Sowjetunion ist es ja ungleich schwieriger geworden. War zuerst ein Teilnehmer aus der Sowjetunion und jetzt sind auf einmal 15 Teilnehmer daraus geworden. Und das sind lauter Staaten, Kasachstan, Georgien oder wie sie alle heißen, die Ukraine, Weißrussland. Das heißt, dass um 15 mehr da sind, als wir ursprünglich waren. Und daher kann man diesen Erfolg nicht hoch genug einschätzen. Interessanterweise hat sich Markus erst vor 4 Jahren endgültig fürs Ringen entschieden. Bis vor 4 Jahren hat er nebenbei Fußball gespielt auch noch und wir haben ihm nie einen Druck gemacht, er muss jetzt Fußball aufhören oder sonst irgendwas. Wir haben gesagt, Markus, irgendwas wirst du mal aufhören müssen. Er hat aber gesagt, solange ist mit der Schule der Bock, tue ich beides. Und dann auf einmal hat er gesagt, nein, bitte melde mich beim Fußball an. Und dann hat er sich für das Ringen entschieden und ich glaube, das war ganz gut. Ja, und wir vom AC Wals können stolz sein auf so einen Mann, den wir in den Reihen haben. Wir haben jetzt einen Kandidaten für die nächsten Olympischen Spiele Tokio 2020 und das geht immer so weiter und so weiter und da kann man als Obmann noch stolz sein. So gratulieren auch wir recht herzlich Markus Rackinger zu den 2 Medaillen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.